In diesem Tutorial geht es darum, wie ich den Display-Hintergrund auf meinem Smartphone wechseln kann. Dazu tippe ich auf dem Display etwas länger drauf, an einer freien Stelle, und dann wähle ich aus, was ich verändern will. Ich sage hier in dem Fall, ich möchte das Hintergrundbild festlegen und ich möchte den Home-Bildschirm festlegen. Das ist der Bildschirm, der immer im Hintergrund ist, wo die Apps drauf sind. Jetzt wähle ich das Programm bzw. die App, ist hier das gleiche, Galerie aus. Das ist die Programm-App, die Sie bei Smartphone zum Beispiel immer drauf haben. Die nennt sich dann auch immer so. So, jetzt sage ich zum Beispiel, ich möchte ein ganz spezielles App, und das ist das ganz App ist Quatsch, ein ganz speziellen Hintergrundbild, was also auf meine Belange zugeschnitten ist, ein bisschen persönlicher ist. Ich würde mal sagen, Bild zuschneiden, das machen wir auch mit dem Programm Galerie. Also dieses Symbol ist ja das Programm hier. Das will ich aus, und mit diesem Programm möchte ich diesmal damit bearbeiten. Also nur einmal möchte ich dieses Bild mit diesem Programm bearbeiten. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich noch immer eins von den drei anderen, an beiden anderen auswählen. So, jetzt kann ich hier, könnte ich jetzt den Ausschnitt verkleinern, vergrößern. Ich gucke mal, dass ich möglichst das Wesentliche drauf kriege, denn beliebig groß kann man es nicht ziehen. Man muss schon in diesem Rahmen bleiben. Ich würde sagen, dass so müsste es gehen. Man sieht das untere Pedal von der Orgel, das Manual, das also Fußpedal unten und das Manual, untere Manual, und da drüber ganz oben das obere Manual und die Noten, die erklingen, wenn ich die Tasten betätige. Also das soll ein Hinweis auf mein Hobby dann sein, dieses Hintergrundbild. Und ich sage, das ist so fertig und auch fertig. Und jetzt wird dieses Bild als Hintergrundbild festgelegt. Schauen, ob das klappt. Aha, ja, Hintergrundbild heißt ja, dass sich davor alles bewegt und dahinter bleibt alles gleich. Ja, wie man sieht, es ist so. Ja. So. Damit hätte ich das Bild so festgelegt. Ja, das ist aber doch ein bisschen alles undurchsichtig. Man kann gar nicht alles richtig erkennen. Könnte ich mir natürlich auch denken, mache ich doch mal irgendwie sowas Frühlingshaftes vielleicht hin und nehme mal ein anderes Hintergrundbild. Gehe nochmal auf Home-Bildschirm, wähle ich aus, möchte ein Hintergrundbild haben, was auf dem Gerät zur Verfügung steht. Und schau mal, was da Schönes ist. Was haben wir denn da alles? Das hatte ich ja. Wie sieht denn dies aus? Ja, das sieht eigentlich auch schön aus. Ja, das hat mit Frühling zu tun, alles grün. Ich würde mal sagen, ich übernehme das. Und somit habe ich jetzt damit ein anderes Hintergrundbild, wie Sie sehen. Sehen Sie? Oh, einen Alarm erstellen. Das will ich aber eigentlich gar nicht. Gehe ich also mit Fall zurück auf die Ausgangsposition. So, damit würde ich sagen, dieses Tutorial ist damit beendet. Ich bedanke mich und das war's. Bis zum nächsten Mal.